So Leute, ein herzliches Willkommen und hallo zu dem Beginn des finalen Levels. Leute, wir haben hier, sind hier immer noch im Tower und beim letzten Mal haben wir uns hier durchs Casinoland geschlagen, sind jetzt hier wie gesagt am Tower angekommen. Unser Gegner ist der Champion. Ich tippe immer noch, es ist der Black Baron, Mann, weil ich meine, er ist unsterblich irgendwie. Ich meine, er wurde ungefähr schon 30 Mal getötet, Mann. Es wurde auch schon gesagt, die letzte Bloodbath-Chance, da bin ich echt ein bisschen traurig. Und nun, Leute, ist es Zeit, dass der Champion seinen Titel verteidigt. Es ist Zeit, dass wir mit Jack hier die Krone an uns holen. Also, starten wir mit dem finalen Level. Jack, I've got some new intel. That was quick. You find something about the facility? No, we're still looking into that. I have another analyst working on it. Okay, enlighten me. The Bureau caught up with the arms dealer who supplied the Death Watchers. Apparently he's quite the superstar in some circles. And I'm sure he isn't talking or cutting any deals, because someone in the government above the Ministry of Justice stepped in and dragged him off before you could so much as offer him a cup of tea. Yes, that's... How did you know? Say hello to one of your roots of evil, Amala. Paid for by her very own tax dollars. What? Are you suggesting that our government is involved in this blood sport? Sorry, I was being too subtle. I tend to do that sometimes. Look, the president may not know anything, as usual, but someone near the top sure as hell does. Maybe they didn't mastermind it, but they're involved. And they're after the same thing the rest of the audience is. Money. Jack. Please, don't whine about the government betraying us. The government's just people, Amala. And people don't all share our Founding Father's values. Some, like you, protect us. But some just want to mug us in an alley. That's all it ever was. Then why leave the games, Jack? If we're all so corrupt up here. No reason. Guess I just got tired of myself. Tired of killing. Sorry. That's okay. You probably don't talk to lowlifes like me much, I'm guessing. You know what they say, ashes to ashes, dust to dust. Well, some of us never leave the dust. We spend our whole lives in it. So, we done? Because I need to keep moving. The games are up pretty soon, and there's a kill seeker out there in first place who needs to be kicked off the throne. Only way to meet the Death Watchers is to win their game. And I haven't lost one of these yet. Jack, be careful. Amala, I have a chainsaw on my arm. I'll be fine. In a pleasure palace where dreams are made and hearts are broken, every elevator has the potential to take you straight to the top. On the other hand, stepping through those doors might send you tumbling to hell. You roll the dice, you take your chance. In Death Watch, the house always wins and the losers always crash out. Okay, Leute, zu geil. Oh nein, Minim. Bin ich gerade überfragt, was ich tun soll? Ich warte einfach, bis die auf ihn drauf liegen. So. Einfach dodgen die ganze Zeit. Okay. So, und jetzt. Okay, Leute, ey, ich wollte mal sagen, zu geil, Mann. Ich habe meine Captain Singers an. Ich muss mir keine Sorgen machen. Das war ein geiles Setup, Mann. Okay, komm. Bitte gegen den Elektrozaun an. Bitte gegen den Elektrozaun hat. Beim letzten Mal haben wir ihn auch so besiegt, Mann. Nein, diesmal geht's natürlich nicht. Ah doch, geht's ja leicht. Alter, Mann, diese kleinen Mistviecher. Die sind wahrscheinlich, die sind nämlich gar nicht so schwach. Aber das ist immer eine Zwiebel, die rettet uns. Für den Fall der Fälle. Das Gute ist, sie rollen sich immer selbst in das Ende. Muss ich jetzt eigentlich was machen? Also um Punkte herbekommen? Nö. Alter.
Alter, dieser kleine Pissbrut, Mann. Jetzt hat er mich zweimal getroffen, Mann. Komm, geh in den Elektrozaun. Alter, der cheatet, Mann. Ich hab jeden besiegt, Mann. Und jetzt am letzten scheitert. Jetzt haben wir es geschafft, Mann. Das war jetzt echt schwer, Mann. Okay. Da liegt überall gut Medizin rum. Das ist fürs erste gut, Mann. Oh nein, jetzt muss ich nochmal so eine Miniboss-Parade machen. Oh nein. Aber egal, Leute. Jack ist ja der Champion, Mann. Damit muss man rechnen. Hier liegt irgendwo Zwiebel rum. Theoretisch. Oh. Alter. Kann ich jetzt sehr gut ausweichen. Muss ich jetzt eigentlich auf ihn gehen? Ich habe keine Ahnung, Mann. Ich weiß nur, er langweilt mich. So, aber das ist der Richtige. So, und damit ist er ab, Mann. Boah, machen die unendlich Schaden, Mann. Leute, Mann. Das sollte doch eine Zwiebel gedroppt sein, Mann. Aber irgendwie scheinbar nicht. Okay, aber wir haben da eine kleine Medizin und eine Supermedizin. Den Schläger nehme ich nicht mit, ich bleib bei meiner Kettenlänge. Okay, sie sind jetzt in Azer Town, das heißt, jetzt kommt irgendein... Was? Okay, die kenne ich. Alter. Ja, genau. Spawn's einfach mal direkt auf mir. So, gleich mal mit so einem Trigger-Event schön viel Schaden machen. Und es kostet mich keine Kettensägen-Energie, Mann. Komm schon, Kettensägen ab! Alter, ich krieg's nicht hin. Jetzt. Oh nein. Was jetzt? Ach, Doppeltrigger. Alter, nein, jetzt kommt noch der Driller. Alter, jetzt übertreibt es das Spiel aber ein bisschen. Alter, und jetzt ist auch meine Kettensäge wieder leer. Kann ich gerade nichts machen, außer weglaufen. Der blutet doch schon so stark, Mann. Okay, Nummer 1. Wir müssen es ganz schön taktisch machen, Mann. Okay, da ist jetzt eine Zwiebel. Das ist sehr gut. Und jetzt erstmal schön wieder weglaufen, Mann. Warten, bis sich die Kettensäge hier schön regeneriert hat. Und weiter geht's. Alter. Madig. So, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Das macht die Sache nicht unbedingt leichter. Könnt ihr nicht mal gegenseitig treffen? Das wollte ich mal Fass werfen, aber gar nicht mehr so einfach. So, sehr geil. Genau, eine kleine Medizin, mehr wollte ich erstmal nicht.
So, und mit der Kettensäge erstmal geschlachtet. Man muss immer genau bei dem warten. So, sehr nice. Alter Mann, so gut habe ich in dem ganzen Spiel bis jetzt noch nicht gekämpft, Mann. So gut, ganz ernsthaft war ich in dem ganzen Spiel bis jetzt noch nicht. Okay, gut, Mann. Aber das wird noch übel werden. Komm, weiter. Eine Onion und ein Super-Item. Okay, sieht gut aus. Ich bin ready. Ja! Jack, you all right? Yeah, fine, fine. Ticker's still ticking. Ixnay on the shouting, please. Jack, so good to hear you're doing well. Ah, Agent 13. How'd he get on this channel? Oh, we roots of evil love to spread our tendrils and mingle where we're not welcome. So, to what do we owe this intrusion? Selling raffle tickets? Jack. As a past participant in the games, what do you think of this round? What do I think? You know better than any of us what the Death Watchers want, what they value. Tell me what you feel, Jack, in your bones. It's the blood and circuses all over again, that's all. Gladiators against gladiators. And a crowd eager to see guts spill on the sand. You think there's more to it than that? Because there isn't. I had hoped we were past the lies, Jack. Surely you understand that a Death Watch game without purpose is nothing more than mindless self-indulgence. There's a purpose to all this killing? As I've said before, these games are always held when conflict must be settled with blood. Yet now, even though there is no pressing need, the people's demand for the games is higher than it's ever been. They thirst. You know, 13, I like this whole purpose thing of yours. It's very zen. It's just kind of hard to believe a word you say when you're making money hand over fist here. Money is trivial, Jack. I wanted to see things die. Not just people, bigger things. Ideas, nations, cultures, gods. Like all the games before. I wanted to see the losers pay with more than just their lives. I wanted to see the winner win more than just money. I wanted to see them win the future, win the promise of power. But these games, they don't deserve the title of Death Watch. This is just watching the world burn. That's why no games have been held since 2001? Quite right, Miss Amala. So you're telling me that the organizers of the current games duped you into thinking they had some grand vision? But that you only found out it was all bullshit entertainment after you cashed your check? If this is all entertainment, then why are you here, Jack? To burn this game to the ground. But Jack, hadn't you heard? The world has already gone mad. There is nothing left to burn. But I digress. Allow me to take my leave. Oh, and Miss Amala, look to Springvale for answers about the Death Watch facility. Springvale? You mean the Springvale conglomerate? My name's Leo. Leo Falmont. I'm in my residency at Jefferson Central Hospital's ER. Or I was, I guess. Thanks again. So what's your excuse? What? Why are you still alive? Alive? I... Springvale. Don't they have a lot of pull in pharmaceuticals? Something about industry consolidation. So long, Jack. Best of luck. A mad world, huh? I'll fit right in. Eine Mad World. Oh, er hat den Titel gesagt. Das ist immer der coolste Moment. So, Leute. Es ist soweit. Was auch immer hinter dir wartet, ob jetzt nochmal eigentlich ein Level-Bildschirm erwartet, denke ich jetzt mal stark davon aus.
Es wird das Finale sein, Mann. Ich tippe immer noch darauf, die Nummer 1 wird der Black Baron sein. Oder natürlich jetzt hier unser Freund hier, unser Doktorfreund, das könnte natürlich auch sein. Aber wir werden es beim nächsten Mal rauffinden und beim nächsten Mal werden wir in dieser verrückten Welt. Ja, ein für alle Mal die Sache regeln. Bis zum nächsten Mal dann, haut rein und wir sehen. Ciao.